Herzlich Lurker. willkommen zu unserem Diskussionsabend der AG Gesundheit und Pflege der Piratenpartei Deutschland zum europäischen Gesundheitsdatenraum. Wir haben heute leider nur zwei Gäste, da Anja Hirschel als Themenbeauftragte für digitalen Wandel ausfällt. Dafür haben wir immer noch Dr. Patrick Breyer, den Europaabgeordneten der Piratenpartei Deutschland. Und der ist Mitverhandler zum europäischen Gesundheitsdatenraum. Und wir haben Sandra Lörs als Themenbeauftragte der Piratenpartei für Gesundheit und Pflege. Wird sie uns ein bisschen darüber aufklären, welche Vorteile das Ganze hat. Und Patrick Breyer eben über die Gefahren und den aktuellen Status, was gerade verhandelt wird. Und damit möchte ich auch schon an Sandra übergeben, die ein paar einführende Worte für uns allesamt parat hat. Ja, guten Abend zusammen. Ich freue mich über die Gäste, die heute da sind. Ich freue mich, dass Patrick dabei ist. Wir haben schon mal kurz miteinander kommuniziert auf einem Bundesparteitag. Und jetzt lege ich mal los, weil das Thema liegt mir am Herzen, weil wir demnächst auch ein Europawahlprogramm schreiben und wir wollen daraus dann eben halt auch einen Wahlprogrammpunkt machen mit meinem Team zusammen aus der AG. Seit 2,5 Jahren leidet die Welt, mit ihr auch Europa, an der Corona-Pandemie. Um aus der Misere wieder herauszukommen, benötigt es intensive Forschung und Aufklärung. Damit adäquat geforscht werden kann, müssen Daten erhoben werden. Epidemiologische Daten, aber auch personenbezogene Daten wie Immunisierungsstatus, Neutralisationstiter und die individuelle Krankheitslast. Und damit eigentlich besonders schützenswerte Daten. Sie müssen tatsächlich in großer Menge gesammelt werden und gezielt ausgewertet werden. Damit kann die Forschung zum Beispiel Risikofaktoren und Übertragungswege ermitteln, aber vor allem auch die Wirksamkeit von pharmazeutischen und nicht-pharmazeutischen Infektionsschutzmaßnahmen bewerten. Im Gegensatz zum Vereinten Königreich, wo umfassende epidemiologische Daten erhoben werden und für das Pandemiemanagement genutzt werden können, ist dies in Deutschland nicht der Fall. Oftmals wird pauschal gesagt, der Datenschutz sei daran schuld. Die Datenschutzgrundverordnung verbietet aber gar nicht die Nutzung von Gesundheitsdaten. Sie setzt bei personenbezogenen Daten eine informierte Einwilligung oder eine hinreichende Anonymisierung der Datensätze voraus. Ähnliche Probleme gibt es bei der Einführung der elektronischen Patientenakte. Hier wurden Datenschutzbedenken von Experten wie dem Chaos Computer Club beiseite gewischt und auf eine 1:1-Verschlüsselung beim elektronischen Rezept verzichtet. Damit entstehen auch Missbrauchsmöglichkeiten, gegen die sich der Patient nicht wehren kann, weil die Verwendung der elektronischen Patientenakte gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Telematikinfrastruktur des Gesundheitswesens, abgekürzt TI genannt, mit elektronischer Patientenakte und elektronischer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, produziert Ungerechtigkeit und verschärft Diskriminierung wegen Krankheit, zum Beispiel bei Bewerbung um einen Arbeitsplatz oder Versicherungsschutz aufgrund ihrer veralteten Technik und ihrer Zentralisierung. In diesem um dieses Spannungsfeld soll es heute gehen und um den Schutz von Patientendaten im europäischen Gesundheitsdatenraum. Das waren meine kurzen einführenden Worte mit dem Wissensstand, den wir als AG und auch ich habe. Danke, Sandra, für diesen kurze Einführung dessen, was wir da Positives noch nutzen können. Ich möchte jetzt weitergeben an Patrick Breyer, der uns über die konkreten Gesetzesvorhaben und Schwierigkeiten berichten wird. Patrick, bitte. Vielen Dank für die Einladung und ich danke euch, dass ihr diesen Veranstaltung organisiert und ich hier informieren kann an die Pläne der EU-Kommission zur Schaffung eines europäischen Raums für Gesundheitsdaten. Man könnte sagen, das ist die EU-Version der elektronischen Gesundheitskarte, aber nicht ganz.
Also die EU-Kommission hat am 3. Mai diesen Jahres einen Gesetzentwurf zur Schaffung eines europäischen Raums für Gesundheitsdaten präsentiert. Und zwar unter der Überschrift Europäische Gesundheitsunion, ein europäischer Raum für Gesundheitsdaten für Menschen und Wissenschaft. Wenn man sich konkret diesen Verordnungsvorschlag ansieht, dann befasst sich der erste Teil mit Zugriffen auf Gesundheitsdaten durch den Patienten selbst und durch seine behandelten Ärzte. Und im zweiten Teil geht es dann um den Zugriff durch andere, sogenannte sekundäre Nutzung der Daten. Ja, wenn wir uns die positiven Aspekte oder auch Versprechen anschauen, dann wird unter anderem dafür geworben mit dem Argument, dass eben die betroffenen Menschen selbst in ihrem Heimatland oder auch in anderen Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben sollen, ihre Gesundheitsdaten zu kontrollieren und anzuschauen. Es soll ein echter Binnenmarkt für digitale Gesundheitsdienste und Produkte gefördert werden. Das heißt, es soll halt grenzüberschreitend erleichtert werden, auch sich behandeln zu lassen, was bisher eben erschwert wird aufgrund der unterschiedlichen nationalen medizinischen Behandlungssysteme. Es soll ein aufeinander abgestimmten Rahmen für die Nutzung von Gesundheitsdaten für Forschung, Innovation, Politik, Gestaltung und Regulierungstätigkeiten unter Einhaltung des Datenschutzes geschaffen werden. Also immerhin wird hier ein gewisser Datenschutzrahmen soll gesetzt werden für diesen Bereich. Es soll auch sichergestellt werden, dass Patientenakten, Verschreibungen, Bilddaten, Bildberichte, Laborergebnisse und so weiter und Entlassungsberichte in einem gemeinsamen europäischen Format erstellt und akzeptiert werden. Das heißt, hier ist eine gewisse Standardisierung geplant. Interoperabilität und Sicherheit werden zu verbindlichen Anforderungen und die Hersteller entsprechender Systeme sollen sich dann zertifizieren lassen müssen, um die Einhaltung zu überprüfen. Das ist die Idee dahinter. Und es soll dann eben zur Durchsetzung dieser Regeln in allen Mitgliedstaaten bestimmte Behörden benannt werden, die dann zuständig sind. Und sollen dann eben auch Patienten beim grenzüberschreitenden Austausch ihrer Daten unterstützen als lokale Ansprechpartner. Soweit die Begründung oder was die EU-Kommission dafür anführt, für ihren Vorschlag, einen solchen europäischen Raum zu schaffen. Tatsächlich ist es aber so, dass eine europaweite Vernetzung von Gesundheitsdaten letzten Endes bedeuten, dass eben auch die Krankengeschichte, die Testergebnisse oder Verschreibung der Patienten EU-weit geteilt werden können. Und vorgesehen ist schon auf der ersten Stufe, wo es eben um den Zugriff durch die Behandler geht, gar kein Einwilligungserfordernis mehr, sondern nur eine Widerspruchsmöglichkeit. Bisher ist es in Deutschland eigentlich selbstverständlich, dass auch meine behandelten Ärzte nicht untereinander ungefragt Zugriff auf Behandlungsinformationen haben, sondern dass ich darüber entscheide, wer von wem Daten anfordern darf. Es kann ja auch gute Gründe geben, eine zweite Meinung einzuholen, ohne dass der erstbehandelnde Arzt davon weiß. Und das ist in diesen Plänen überhaupt nicht reflektiert. Es ist irgendwie nur vorgesehen, dass der Patient irgendwie Zugriffe einschränken kann. Aber Standard ist erstmal, dass alle Behandler auf alle Behandlungsdaten Zugriff haben. Das geht gar nicht. Man stelle sich vor, dass dann plötzlich die Zahnärzte dann Zugriff auf Informationen über psychische Erkrankungen haben oder sowas. Also das ist natürlich völlig inakzeptabel. Ich bin aber nicht sicher, wie das in allen EU-Mitgliedstaaten gehandhabt wird. Und gerade bei der Frage, ist eine Einwilligung erforderlich, ist die Situation nicht einheitlich in der EU. Und vielleicht liegt es daran, dass die EU-Kommission hier gar nicht auf die informationelle Selbstbestimmung der Patientinnen und Patienten achten
was den Bereich der Behandlung angeht. Übrigens fehlt auch ein wirkliches Erfordernis, dass der Patient darüber entscheidet, ob überhaupt seine Daten in diesen Gesundheitsraum fließen, ob er überhaupt zum Beispiel sich grenzüberschreitend behandeln lassen will oder ob er möchte, dass seine Daten wirklich bei den behandelnden Ärzten verbleiben. Das ist ja, da sind sie sicher, da kann man jedenfalls vertrauen dem behandelnden Arzt, dem eigenen, während diese Datensammlung in zentralen Datenspeichern und Clouds natürlich ein großes Datensicherheitsrisiko auch darstellen, weil bei einer Sicherheitsverletzung an zentraler Stelle natürlich unglaublich viel mehr Daten abfließen und missbraucht werden können. Also auch an der Stelle fehlt eine Selbstbestimmung, wenn es darum geht, will ich überhaupt, dass meine Gesundheitskrankheitsdaten in eine solche europaweit vernetzte Cloud digitalisiert und werden und einfließen. Ja, und diese mangelnde informationelle Selbstbestimmung der Betroffenen setzt sich fort auf der zweiten Stufe des sogenannten sekundären Zugriffs, das heißt die Datennutzung durch Dritte. Und tatsächlich ist hier vorgesehen, ein Zugriff auf Gesundheitsdaten durch Industrie, durch Wissenschaft und sogar durch Behörden zur Politikgestaltung. Und da gebe ich zu bedenken, dass Informationen über meine körperliche und meine geistige Gesundheit oder Krankheit natürlich extrem sensibel sind, ja. Und wenn ich mich nicht mehr darauf verlassen kann, dass diese Informationen wirklich nur sicher bei meinen behandelten Ärzten sind, dann kann das dazu führen, dass ich mich möglicherweise gar nicht mehr behandeln lasse, um bloß zu vermeiden, dass jemand davon mitkriegt, dass ich bestimmte Probleme habe. Und viele wollen das um jeden Preis vermeiden. Und wenn auf diese Art und Weise Personen sich dann nicht mehr behandeln lassen, gefährdet das natürlich kranke Menschen und mit ihnen ihr Umfeld. Deswegen halte ich es für extrem wichtig, auch in diesem Bereich natürlich eine Weitergabe nur mit Einwilligung auch zuzulassen, wie das in Deutschland bisher auch der Standard ist. Aber wie Sandra schon sagte in ihrem Statement, es ist längst nicht in allen EU-Ländern so. Es gibt andere Länder, die auch mit Widerspruchslösung oder völlig ohne zu fragen, da bestimmte Daten, einschließlich Gendaten und so weiter, sammeln. Was das Argument der Forschung angeht, finde ich, dass wir nicht schlecht gefahren sind mit der Einwilligungslösung bisher. Man kann ja ohnehin schon wirklich anonymisierte, insbesondere aggregierte Daten nutzen, auch ohne Einwilligung für diverse Forschungen und Studien. Und für viele Studien ist es ja jetzt auch nicht nötig, jetzt wirklich die Daten von allen Patienten zu haben, sondern es reicht dann eben auch ein repräsentatives Sample, mit dem man dann forschen kann. Es gibt dann auch das Spezialproblem der sogenannten seltenen Krankheiten, wo es halt sehr wenige Betroffene gibt. Aber da haben wir auch schon mit Organisationen der Betroffenen gesprochen. Und natürlich Personen, die von so seltenen Krankheiten betroffen sind, verstehen natürlich besonders gut, wie wichtig es ist, dass da auch geforscht werden kann in dem Bereich. Das heißt, sie werden besonders aufgeschlossen sein, auch einer Einwilligung gegenüber. Und im Übrigen sagten auch die Vertreterin dieser Betroffenen von seltenen Krankheiten, dass viele von denen auch selbst erwarten, dass sie gefragt werden, bevor ihre Daten über ihre seltenen Krankheiten genutzt werden. Also die scheinen auch selbst zu einem großen Teil zu erwarten, dass sie nicht übergangen werden hier. Was ich mir vorstellen könnte, vielleicht als Zwischenlösung oder Kompromiss, wäre, dass diejenigen, deren Krankheiten da verzeichnet sind in einem solchen Gesundheitsdatenraum, dass man die meinetwegen zumindest anfragen könnte von Seiten der Wissenschaftler, die ein Forschungsprojekt durchführen, dass man dann vielleicht allen Betroffenen zumindest eine Nachricht zukommen lassen kann, um ihnen zu erklären, wir führen die in die Forschung durch und wären sie bereit einzuwilligen und
hätten Sie Interesse an einem persönlichen Gespräch, dass man sozusagen eine anonyme Kontaktmöglichkeit einrichtet, ohne dass irgendwelche Daten weitergegeben werden. So eine Lösung könnte ich mir auch vorstellen, aber sicherlich nicht das, was hier in dem Verordnungsvorschlag vorgesehen ist, komplett ohne Einwilligung letzten Endes sensible Gesundheitsdaten sogar an staatliche Behörden und Industrie und so weiter weiterzugeben. Ja, daraus leite ich eben folgende Anforderungen ab an diesen geplanten europäischen Gesundheitsdatenraum. Erstens, ohne freie Zustimmung der Patientinnen und Patienten darf nur der behandelnde Arzt Zugang zu den Behandlungsinformationen haben. Also keine Aufgabe der Rechte an den eigenen Gesundheitsdaten. Zweitens muss auch schon die Information geschützt sein, dass ich überhaupt bei einem bestimmten Arzt in Behandlung bin. Also nicht nur die Diagnosen und Behandlungsdetails. Denn, wie gesagt, es gibt gute Gründe, auch zweite Meinung einzuholen, ohne dass die behandelten Ärzte untereinander davon wissen. Bestimmte Krankheiten sind ja auch mit Stigmata verbunden. Drittens, ohne Zustimmung der Patientinnen und Patienten darf nur eine dezentrale Speicherung der Behandlungsinformationen bei der gewählten Ärztin oder dem gewählten Arzt erfolgen und keine automatische Einspeisung in zentrale Systeme, wo letzten Endes ein Kontrollverlust auch eintritt. Da war ich schon drauf eingegangen. Ja, und viertens, wenn überhaupt Zugriff durch Industrie, Forschung oder gar Politik, dann sollte das nur anonymisiert und aggregiert zusammengefasst erfolgen können, ohne ausdrückliche Zustimmung der Betroffenen. Es reicht dabei auch nicht aus, dass man einfach nur den Patientennamen weglässt oder durch ein Pseudonym, durch eine Nummer ersetzt, denn die Behandlungsverläufe sind so einmalig, dass es letzten Endes leicht ist, auch sie der betroffenen Person wieder zuzuordnen. Es gibt wohl auch im Moment in Deutschland einen Rechtsstreit dazu, weil auch der ehemalige deutsche Gesundheitsminister so eine Pseudonymisierungslösung gewählt hat. Und das gewährleistet keinen zuverlässigen Schutz. Aus meiner Sicht. Ja, und vor dem Hintergrund, wenn man den Vorschlag, der jetzt vorliegt, eben misst an diesen Anforderungen, ist, soweit ich das bei einer überschlägigen Sichtung verstehe, eigentlich keine dieser Anforderungen erfüllt. Ich glaube, dass hinter dem Vorschlag eben auch sehr starke wirtschaftliche Interessen stecken. Und wir wissen, dass in Brüssel die Wirtschaftslobby sehr stark ist und sehr gut darin ist, Einfluss zu nehmen. Diese Gesundheitsdaten haben natürlich einen riesigen Wert, einen unglaublichen Wert, wenn man Sachen verkaufen kann auf der Grundlage von Gesundheitsdaten. Und ich glaube, das steht auch zu einem großen Teil hinter diesem Vorschlag der EU-Kommission. Deswegen müssen wir sehr wachsam sein. Die nächsten Schritte sind jetzt, dass dieser Gesetzgebungsvorschlag eben beraten wird, zum einen von den nationalen Regierungen im Rat und zum anderen vom Europäischen Parlament. Wir haben jetzt noch nicht den offiziellen Startschuss für die Beratungen gegeben, aber ich würde da für meine Fraktion Grüne Europäische Freie Allianz am Verhandlungstisch sitzen und bin gespannt, wie die Kolleginnen und Kollegen das sehen. Erfreulich ist schon mal, dass der Innenausschuss, der also auch speziell für Datenschutz zuständig ist, da im Bereich des Datenschutzes auch die Federführung hat. Also das sind die Leute, die halt auch die Datenschutzgrundverordnung zum Beispiel verhandelt haben. Und vor dem Hintergrund hoffe ich, dass wir da eine sehr viel bessere Lösung finden können, als von der EU-Kommission geplant. Und dass sich das nicht alles den Profitinteressen der Wirtschaft oder Zugriffsinteressen der Regierung unterordnet. Bisher wird der Vorschlag eigentlich erstaunlich wenig diskutiert, nach dem, was ich so mitbekomme. Und es ist schön, dass es heute diese Veranstaltung gibt, um ein bisschen mehr darüber zu informieren.
Ja, herzlichen Dank, Patrick. Da haben wir doch einiges an Informationen noch einmal bekommen, die man sich auf der Zunge zergehen lassen muss, um zu verstehen, was da eigentlich gerade passiert. Also im Endeffekt, ich verstehe, die IQ-Mission versucht eigentlich wieder was anders durchzubringen als die Fachorganisationen. Und niemand weiß davon oder niemand hört davon. Das bringt uns zu einigen Problemen. Und bei uns kommt jetzt die Fragerunde dran. Und da fange ich einfach gleich an mit, und wie können wir nämlich der EU-Kommission nicht besser auf die Finger schauen, um das so ein bisschen in die geschicktere Richtung zu bekommen? Wie können wir das verbreiten und auch aufmerksam machen? Ja, ich denke, Veranstaltungen wie heute sind eine gute Möglichkeit. Jemand hat auch auf Twitter angemerkt, man kann ja ruhig auch mal irgendwie einen Befürworter aus der Industrie oder so einladen, dann gibt das noch ein bisschen eine zoffigere Diskussion. Aber das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit und ab und zu die Entwicklung zu begleiten durch Pressearbeit kann helfen, darauf aufmerksam zu machen. Oft gibt es ja auch aktuelle Aufhänger, die man nutzen kann, um bestimmte Gefahren zu verdeutlichen, wenn es um Gesundheitsdaten geht, die dann öfter mal in falsche Hände geraten. Solche Fälle hört man ja immer wieder. Also an dem Thema dran zu bleiben, das kann sich lohnen. Gerade bei einem Vorstoß, der so ein bisschen unterberichtet ist, denke ich, haben wir da als Piraten auch Kompetenzen im Bereich Gesundheit, im Bereich Digitalisierung, die wir da in die Diskussion einbringen können. Okay, danke. Ich habe bisher jetzt noch keine weiteren Meldungen, aber um dem ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, genau, die Sandra hat nämlich bestimmt was. Ich bin not amused darüber, dass die Industrie und die Behörden auf die Daten zurückgreifen können. Was aus meiner Sicht sehr wichtig ist, aus der Sicht des Gesundheitssystems, was in Deutschland kein Gutes mehr ist, was eine Lüge ist, dass immer gesagt wird, wir haben das weltbeste Gesundheitssystem. Nein, es ist schon lange nicht mehr so, dass wir das weltbeste Gesundheitssystem haben. Mir ist es eben halt wichtig, dass die Wissenschaft und die Forschung solche Daten nutzen kann. So wie es eben halt jetzt während der Pandemie in England passiert ist. Weil aus der Wissenschaft und aus der Forschung können wir eben halt die Menschen da draußen einfach besser informieren. Ja? Wenn wir Dinge herausgefunden haben, wie jetzt bei der Corona-Pandemie, die FFP2-Maske ist eben halt der Schutz der Wahl. Ja? Und die ist gerade in Deutschland und auch europaweit ganz schnell wieder abgeschafft worden. Und wenn wir uns die Inzidenzzahlen in den letzten paar Tagen wieder ansehen, die schnellen ja in die Höhe, weil da diese BA5-Variante unterwegs ist. Und es ist auch schon wieder eine neue Variante unterwegs, die eventuell den BA5 wieder ablöst. Das heißt, ganz nach vorne tritt die neue Variante und die umgeht auch wieder unser Immunsystem, die umgeht auch wieder unseren Impfschutz. Und deshalb war und ist die FFP2-Maske in Innenräumen, im öffentlichen Nahverkehr, auf Flügen, Fernreisen mit dem Zug und. Es ist Kitas und Schulen. Es erkranken im Moment unheimlich viele Lehrer und Kinder an dem BA5-Virus. Und das Problem ist eben halt, 10% dieser Menschen, die sind langzeitkrank. Und das Ganze belastet natürlich gerade in Deutschland das Gesundheitssystem. Das wird in anderen europäischen Ländern genauso sein, weil ich habe gelesen, in England wollen jetzt die Pflegekräfte auf die Straße gehen, weil die können nicht mehr. Und so sieht es auch in Deutschland aus. Ja, es gibt aber absolut kein Aufschrei aus der Bevölkerung, dass unser Gesundheitssystem gerade kippt. Es kippt nach hinten. Man findet, wenn man einen Hausarzt braucht, man findet keinen Hausarzt mehr. Ja, weil sie sind überlaufen. Ja. Ich glaube, du kommst ein bisschen vom Thema ab. Ich weiß, wir haben eine schreckliche Pandemie, die uns alle umtreibt aus verschiedenen Gründen, aber wie wäre deine Frage, wie wir diese Daten
geschickter nutzen, damit wir zum Beispiel sowas wie eine Pandemie besser bekämpfen? Also mir wäre wichtig, dass die Wissenschaft und die Forschung Zugriff auf Patientendaten hat. Natürlich müssen die anonymisiert oder ich habe das Wort schon wieder vergessen, ich bin ja kein studierter Mensch. Das ist mir wichtig, dass die Wissenschaft und Forschung Zugriff auf die Daten hat, damit wir tatsächlich versuchen können herauszufinden, ob wir bessere Wege finden, gegen so eine Pandemie anzukämpfen, weil das wird nicht die letzte sein. Das soll jetzt mein letztes Wort gewesen sein. Also danke Sandra, wenn die Daten aggregiert sind, das heißt, wenn du die Daten von mehreren zusammenfasst, dann ist wirklich keine Zurückbeziehung mehr auf eine einzelne Person möglich. Und dann habe ich auch nichts dagegen, Studien zu machen ohne Einwilligung der Betroffenen, wenn das wirklich zuverlässig funktioniert und man sicher sein kann, dass da auf die einzelne Person kein Rückschluss gezogen wird, dann denke ich, ist das durchaus vertretbar. Aber wie gesagt, der Ansatz in dieser Verordnung ist komplett anders, ne? Also da geht es wirklich um personenbezogene Daten, die sich konkret auf eine Person beziehen lassen. Und da ist es halt meine Befürchtung, dass wenn den Leuten das Vertrauen fehlt, dass ihre Daten sicher sind und vertraulich sind, dass sich das negativ auf die Behandlung und auf das Vertrauen zum behandelnden Arzt auswirken kann. Und da ist aus meiner Sicht es noch ein Stück wichtiger, dass Menschen, die eben krank sind, quasi auch vertraulich geholfen werden kann, als dass man vielleicht einen Nutzen aus ihren Daten ziehen könnte. Aber ich hatte ja auch schon skizziert noch weitere Wege, wie man vielleicht auch solche personenbezogenen Studien erleichtern könnte, nämlich indem man die Leute kontaktiert, die man erreichen möchte und vielleicht ihnen solche Projekte beschreibt. Das könnte ja auch durch so ein Gesundheitsdatensystem erleichtert werden, sozusagen Studienanfragen, Teilnehmeranfragen herausschicken zu können, weil man ungefähr sagen kann, welche Personen kommen in Frage. Also das könnte ja auch schon ein Fortschritt sein. Danke, Patrick. Ich glaube, das hilft uns noch mal ein bisschen weiter. Aber wir werden uns, glaube ich, noch mal mit befassen müssen, wie wir dieses sicher machen können. Bis dahin hat der Bastian mal eine Frage und dann würde ich den ans Mikro bitten. Ja, schönen guten Abend. Danke fürs Format heute. Ich glaube, einer der wichtigen Punkte ist, dass man erstmal erklären muss, was passiert hier eigentlich. Also der normale Mensch kann ja nicht ernsthaft dagegen haben, dass wir Statistiken erheben, wer wie wann krank geworden ist, wenn man es anonymisiert macht. Das ist ja schon eine Sache, die die Krankenversicherung benötigen. Natürlich braucht das auch die Forschung und so weiter. Ich glaube tatsächlich, dass wir viel mehr erklären müssen, was eigentlich personenbezogene Daten sind. Denn das, sobald du den Personenbezug rausnimmst, ist das ja alles frei verfügbar. Also das ist auch frei auswertbar. Da gibt es ja kaum gesetzliche Schranken. Insofern höchstens Urheberrecht, aber das spielt hier keine Rolle. Was mir fehlt immer bei der ganzen Geschichte ist, Sinnhaftigkeiten zu erklären. Und natürlich brauchen auch pharmazeutische Unternehmen, also von mir aus die Wirtschaft, Daten, wo sie denn eigentlich forschen soll und wo es überhaupt Sinn macht, weiter zu forschen, anstatt dass man darauf wartet, dass die Menschen unheilbar sind. Das ist der eine wirklich wesentliche Komplex. Der andere Komplex, den Patrick auch sehr schön angesprochen hat, ist, dass es natürlich in Krankenhäusern, wo auch immer, bei Ärzten, nur vor personenbezogenen Daten wimmelt. Und da haben wir wieder diesen Backslash, dass dann irgendwie diese Gesundheitskarte dafür genommen wird, um das da alles irgendwie zu speichern. Das kann man theoretisch machen. Nur in der Praxis sieht es ja anders. Also in der Praxis ist es eben so, dass die einzig sicheren Daten die sind, die nicht erhoben werden. Und wir haben es ja bis heute nicht geschafft, Systeme zu implementieren, die tatsächlich zuverlässig Datensicherheit gewährleisten. Und ich glaube, das muss tatsächlich sehr stark im Fokus stehen, dass wir es schaffen, also diese wirklich so eine klare rote Linie formulieren, die auch der normale, nicht so technisch affine Mensch versteht, wo ist hier eine Grenze? Wir sehen es ja bei den
Ärzten und in ihrer Praxisorganisation, dass es da schon nicht funktioniert. Wie soll es im großen Maßstab funktionieren? Und da würde ich mir schon erwarten, dass es hier auch von der Piratenseite konkrete Vorschläge gibt, wie man zumindest im Wesentlichen dieses Problem lösen kann. Es ist immer sehr leicht zu sagen, das geht nicht. Wir müssten auch tatsächlich Lösungen schaffen, damit was geht. Also das ist im Interesse der Betroffenen und der Gesundheit schon wichtig. Dankeschön. Ich bin mir etwas unsicher, ob da jetzt eine konkrete Frage mit drin war oder ob der Patrick einfach so frei dazu nochmal was sagen kann. Da war eine Frage drin. Wie können wir Dinge formulieren, dass es auch der Mensch begreift, was wir eigentlich als Piraten wollen? Das ist die Frage. Danke, Patrick. Dein Job. Tja, ich gebe mir Mühe bei der Kommunikation, dass es einigermaßen verständlich ist. Aber ja, wir haben schon so ein bisschen die Schwierigkeit, dass die Resonanz in den Medien beschränkt ist. Man muss auch sagen, europäische Themen allgemein sind irgendwie wenig belichtet in der nationalen, der deutschen Presse. Die scheinen irgendwie sehr weit weg zu sein. Also da hat man es besonders schwer, mit europäischen Themen überhaupt irgendwie in die Debatte zu kommen. Also wir können da super Konzepte haben, aber wenn das letzten Endes nicht so wirklich ankommt, dann haben wir natürlich ein Problem. Und es ist natürlich auch wichtig, dass man Personen hat, die das sowas auch vermitteln können, die sowas gut rüberbringen können. Und unter anderem deswegen finde ich, dass das Anja das ganz toll macht. Schade, dass sie jetzt heute nicht hier sein kann. Aber das hilft auf jeden Fall, sowas verständlich zu vermitteln, wenn man entsprechende Personen hat, die sowas gut rüberbringen und erklären kann. Okay, das wird natürlich noch ein Akt, das von einmal zu kommunizieren, in eine Pressearbeit irgendwie zu bringen, damit wir das auch wirklich an mehr Leute kriegen, als vielleicht an Themenabend oder wenn wir gute Redner oder Rednerinnen haben, die einen gewissen Abend außerhalb der Piratenpartei sich dafür das Thema einsetzen. Das reicht ja nicht. Wir müssten ja eigentlich da viel mehr Gewicht reinkriegen. Das wird also, glaube ich, noch eine viel größere Aufgabe. Wir haben aber jetzt noch den ABC, der eine Frage hat. You are now unmuted. Ja, und zwar ist das erstmal moin, so, dass ich mitbekommen habe oder beziehungsweise das so kennen, dass es halt im Sanitätsbereich, dass es schon so Armbänder gibt, wo Medikamente aufgelistet sind. Jetzt nicht allgemein sozusagen mit Daten der Kunden, sondern wirklich allgemein nur, der kriegt die und die Medikation. Also sowas ist, da steht da drin. Und dann kannst du quasi sagen, hier, lieber Sani, ich habe da mein Armband mit Dings, das kannst du einscannen und dann hast du quasi eine Liste von den Medikamenten, die ich bekomme oder irgendwie sowas. Ist das weit genug anonymisiert oder ist das quasi so, dass wir da noch mehr anonymisieren müssen in Form von, dass wir irgendwie mehrere Daten von verschiedenen Leuten zusammenwerfen müssen? Also zum Beispiel können wir jetzt nicht sagen, impfstatusmäßig nach dem Motto, ist die und die Person geimpft, sondern müssen wir quasi die verschiedenen Daten quasi mit mehreren Leuten mixen, um das dann wissenschaftlich zu verpacken. You are now muted. Ich bin ja kein Experte, vielleicht weißt du davon mehr, Sandra. Ich glaube, es geht um diesen Notfalldatensatz und es ist letzten Endes ein nationales Konzept, also eine deutsche Idee und Entwicklung. Weißt du, wie da Datensicherheit und Zugriff geregelt ist? Also das ist so eine kleine Box, da kann man einen Medikamentenplan reintun und wenn der Notarzt zu Hause auftaucht, dann überreicht man ihm die Box und da steht dann eben drin, welche Erkrankungen und welche Medikamente genutzt werden. Ich glaube nicht, dass irgendein IT-Unternehmen da Zugriff drauf hat, weil es ist nicht digitalisiert und es ist nicht im Internet, sondern in einer kleinen Plastikdose. Was mir schon seit ein paar Jahren Sorge macht, das sind diese Tracking-Armbänder. Ja? Ich mache heute 10.000 Schritte, da bin ich topfit. Es gab mal eine Sitzung der AG Gesundheit, ist schon ein paar Jahre her, da habe ich noch gar nichts zu melden gehabt bei der Piratenpartei und war
unterer Basispirat. Da wurde eine Geschichte zu erzählt. Ich bin ein Mensch, der sich in der Pizzeria eine Pizza bestellt mit Doppelkäse. So. Und der Pizzaverkäufer, der gibt dann zur Antwort, hör mal zu, du hast einen zu hohen Cholesterinspiegel, habe ich gesehen, über dein Tracking-Armband. Ich verkaufe dir keine Pizza mit Doppelkäse, sondern du bekommst eine Pizza mit Einfachkäse. Natürlich war das Gelächter sehr groß, aber mit solchen Tracking-Armbändern soll das angeblich möglich sein, dass man da Gesundheitsdaten zieht. Ja? Ich habe nicht so ein Tracking-Armband, ich habe keinen Schrittzähler, ich habe auch sowas nicht auf meinem Handy, weil ich genau weiß, dass man darauf auch irgendwie zurückgreifen kann, wenn man nicht genug geschützt ist vor Hacking der Computer oder der, der Smartphones. Ja, ich weiß nicht, wie man das noch eindämmen kann. Ne? Die Geschichte, die ich euch erzählt habe, ist natürlich noch nicht vorgekommen, aber das sind so Zukunftsvisionen. Die hat der Patrick ja eigentlich auch genannt, dass Behörden und die Industrie Zugriff auf diese Daten bekommen könnte. Die Plastikdose, da ist das Internet nicht drin. Also das Zwischenabgreifen von solchen Daten ist nochmal ein anderes Thema als das, was wir an Daten tatsächlich auch auf EU-Ebene sammeln und dann bearbeiten und weitergeben. Also ich glaube, dass solche Apps theoretisch sicher machbar sind, aber die fließen natürlich irgendwo auch zusammen. Aber vielleicht weiß Patrick noch, was auf EU-Ebene passiert, um diese Daten sicher zu machen, ob es da Richtlinien gibt zum Beispiel. Also diese Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union ist auch für Gesundheitsdaten anwendbar. Das hatte ja Sandra schon angesprochen. Und dadurch versucht die EU eben auch ein hohes Datenschutzniveau zu gewährleisten. Es gibt jetzt bis jetzt keine Regelung speziell für Gesundheitsdaten, sondern diesen allgemeinen Rahmen von Seiten der EU, und jetzt soll eben mit diesem Gesundheitsdatenraum ja da eine gewisse Vereinheitlichung erfolgen, wobei man sagen muss, dass zwar gewisse Standards und Zertifizierung und so weiter vorgeschrieben werden, aber letzten Endes die nationalen Systeme, was hier jetzt schon existiert, ansonsten eigentlich nicht geregelt werden. Also es ist nicht so, dass Gesundheitsdaten allgemein jetzt bestimmten Schutzvorkehrungen genügen müssten, sondern man setzt sozusagen eine Vernetzung drauf auf die nationalen Systeme und Datenbanken. Und der Streit um die Gesundheitskarte war ja auch immer zwischen den einen, die Datensicherheitsrisiken befürchten durch diese Vernetzung und Datenverlustrisiken, und anderen, die aber auch sagen, ja, dieses tolle neue System wird jetzt aber viel sicherer sein als das, was wir bisher bei den Arztpraxen haben. Ich fürchte, das Ergebnis ist dann, dass man die Risiken des neuen Systems hat und aber auch die Daten, die bei den Arztpraxen liegen, auch nicht sicherer werden davon. Also letzten Endes kommt man dann vom Regen in die Traufe. Okay, ich übersetze dann mal gerade frisch aus dem Chat heraus, sozusagen als Meldung, wo es um die Thematik ging. Und die Frage ist, was ist mit der zentralen Gesundheitsdatensammlung? Ja, genau, dazu wollte ich was sagen. Lilith hat ja schon auf Twitter darüber berichtet, dass gerade im Bereich der Datenverarbeitung und der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung das doch sehr fragwürdig ist, was Gematik da vorhat. Der CCC hat sich ja auch vorbehalten, Klage dagegen einzureichen, oder tut es auch gerade im Moment. Wie sieht das auf EU-Ebene aus? Wird da mit Gematik zusammengearbeitet? Wäre mir nicht bekannt, dass es da so eine Zusammenarbeit gibt. Ich will aber nicht ausschließen, dass die zum Beispiel an
EU-geförderten Forschungsprojekten mitwirken. Aber da müsste man die Datenbank durchsuchen. Nee, also diese Pläne jetzt hier mit der Vernetzung sind in einem so frühen Stadium, dass da noch gar keine Aufträge vergeben wurden. Aber klar ist auch, dass zu einem späteren Zeitpunkt, wo das eben genauere Formen angenommen hat, mit Sicherheit Unternehmen damit beauftragt werden, diese Vernetzung da zu entwickeln und durchzuführen. Na, die EU hatte auch eine eher unrühmliche Geschichte bezüglich solcher IT-Großprojekte, nicht anders als in Deutschland, die dann immer sehr teuer werden, immer viel, viel länger dauern als geplant und eben oft auch sehr fragwürdige Unternehmen dann letzten Endes, internationale Datenunternehmen, IT-Unternehmen, mit sowas beauftragt werden. Natürlich kann das schnell auch mal bei einem Unternehmen wie der Gematik landen, so ein Auftrag. Naja, die Gematik sollte ja dafür beauftragt werden, deswegen hat sich der CCC da ja eingeschaltet. Es ist halt jetzt nur die Frage, was da im Hintergrund mit der EU passiert, wenn diese zentrale Datensammelstelle jetzt kommen soll. Und ich weiß nicht, wie viel Versicherte haben wir in Deutschland? 60 Millionen, 70 Millionen? Und diese komplette Telematik-Infrastruktur löchrig ist, wie sieht das denn erst in anderen EU-Ländern aus? Ich meine, das wird ja dann nicht nur deutschlandweit gesammelt, irgendwann soll das ja EU-weit gesammelt werden. Irgendjemand muss sich ja dafür verantwortlich fühlen. Wie werden die Daten gesichert? Auf welchen Servern? Bleibt das den EU-Ländern vorbehalten? Wird da irgendwo mal ein riesiger Server in Brüssel eingesetzt oder... Wie stellen die sich das vor? Das soll so eine Art EU-Cloud werden, aber nicht in dem Sinne eines zentralen Servers, sondern tatsächlich soll jeder Mitgliedstaat selber die Daten erst nochmal bei sich speichern, aber die werden halt vernetzt, sodass du quasi dann im einheitlichen Format grenzüberschreitend dann auf diese Systeme auch zugreifen kannst. Und klar sind da Anforderungen getroffen und Behörden benannt, die das kontrollieren sollen und Zertifizierung vorgesehen. Und dann sind die Datenschutzbeauftragten zuständig, das zu beaufsichtigen. Na klar. Aber man sieht ja gerade an diesem Fallbeispiel Gematik, dass kaum jemand die Kapazitäten und das Know-how hat, tatsächlich so eine Sicherheitsprüfung wirklich durchzuführen, Penetrationstests und zu schauen, wo sind Schwachstellen, kann man sich da einhacken und so weiter. Also, Das hat der CCC ja gemacht, er hat sich ja eingehackt. Und so ist das Ganze überhaupt erst aufgeflogen. Das war ja genau das Problem. Die Anonymisierung der Daten hat nicht funktioniert, also der einzelnen Patienten oder naja, Versicherten. Dazu konnten viele Daten wurden im Klartext gespeichert, das muss man sich mal vorstellen. Gematik hat da auf der kompletten Linie versagt. Und wie gesagt, Lilith und der CCC haben das ja nun groß aufgedeckt. Und es wundert mich ein bisschen, dass das in der Presse auch nicht mehr Zugang findet. Warum wird das totgeschwiegen? Und warum wird das auch in der EU, wenn man so ein Projekt vorhat, nicht großartig thematisiert? Immerhin sollen die Daten über 30 Jahre gespeichert werden und sie sollen auf Antrag auch Dritten zugänglich gemacht werden. Ja, also eine Möglichkeit, die wir eventuell haben, ist zur Veranstaltung eben auch den CCC mit einzuladen oder zur Anhörung, muss ich mal schauen, ob sich da eine Gelegenheit bietet. Ansonsten wäre es natürlich gut, wenn so Leute wie Lilith eben auch Input geben und solche Sachen wie Datensicherheitsvorkehrungen vorschlagen, die man vorsehen könnte, wie zum Beispiel eben Verschlüsselung oder hohe Sicherheitsanforderungen, damit sich so ein Desaster nicht wiederholen kann. Wir haben ja durchaus die Möglichkeit, da entsprechende Vorschläge zu machen, wie man solche Daten auf sehr hohem Niveau sichern könnte. Und wenn ihr da Input habt oder das auch vom CCC kommt, ich war schon mit Lilith im Kontakt, aber da hat sie das gar nicht erwähnt gehabt. Da ging es eher so um das Grundsätzliche, sollte man das überhaupt machen. Aber da ist es so, auf der EU-Ebene leider ist es kaum möglich, mal ein Projekt komplett zu stoppen oder auszubremsen. Das ist nur ganz selten mal gelungen. Bei ACTA hat es mal geklappt, wo irgendwie Millionen von Leuten auf die Straße gegangen sind. Aber normalerweise ist es so, du kannst immer nur Schadensbegrenzung machen. Deswegen ist der erfolgversprechendere Ansatz
eben zu versuchen, das Ding umzugestalten und möglichst sicher zu gestalten. Und da wäre es tatsächlich wichtig, dass Experten dann uns, mir und anderen Verhandlern eben auch Vorschläge machen, welche Anforderungen müssen da tatsächlich erfüllt sein, damit sowas sicher ist. Da bin ich auch nicht Experte genug, um das selber an solche Anforderungskatalog aufstellen zu können. Danke. Ja, okay. Also da haben wir auf jeden Fall nochmal eine Lücke entdeckt, die wir vielleicht schließen müssen auf EU-Ebene und wie wir das machen können. Jetzt haben wir noch den Cola oder die Cola, die eine Frage hätte. Dann bitte ans Mikro. So, jetzt ist auch das Mikrofon an. Gucken wir mal, ob das hier schnell genug ist. Ahoy et al. Ich habe schon mitbekommen, ich muss eine Frage stellen. Dann drehe ich das um, mache ich erst die Frage und dann das Vorwort. Habt ihr Vorschläge, wo und wie ich mich vernetzen kann? Ich möchte gerne die Krankenkassenkarte in Deutschland hacken. Und jetzt das Vorwort. Ihr könnt euch erinnern, ich habe damals mit dem Jan zusammen den e-Perso gehackt. Der Jan hat den IT-Bereich gemacht und ich habe dann das Beta-Testing der ganzen einzelnen Teile gemacht. Und die Sandra sagte ja, ich bin jetzt ihr besterer Mann für Inklusion. Den Auftrag muss ich leider ablehnen, weil ich jetzt so viele Arzttermine gerade habe und sehe, was mit der Krankenkassenkarte da passiert. Es ist eine Katastrophe. Ich habe jetzt schon drei Krankenkassenkarten. Ich werde wahrscheinlich beweisen können, dass ich an alle drei rankomme und darf bloß eine haben. Es wird ein riesen Arbeitsaufwand und ich werde sehen, wie viel Zeit ich da rein investieren kann. Aber ich möchte meine Daten von einem Arzt zum anderen nehmen. Ich möchte nicht, wenn ich mir eine zweite Meinung einhole, dass der das alles sehen kann. Ich kriege meine Daten jetzt gar nicht. Die sollen auf die Karte. Ich musste mir jetzt privat CDs von den Ärzten brennen lassen. Ich kriege die gar nicht von allen und so weiter und so fort. Das Optimale wäre natürlich, was ich dann präsentieren kann, da ich auch von der Krankenkasse, von der IT-Abteilung gesagt gekriegt habe, ja, das ist richtig, so sehen wir das auch. Also die würden auf meiner Seite stehen. Ich will also nicht die Krankenkassenleute dort mobben, sondern die Regierung mit ihrer Unfähigkeit. Das ist alles nackig. Die Ärzte konnten meine Karte nicht einlesen. Ich musste extra Zettel unterschreiben und also es ist Sodom und Gomorra. Also nochmal zurück zu meiner Frage. Habt ihr Vorschläge, wo und wie ich mich vernetzen kann, damit ich Leute finde, mit denen ich da mir die deutsche Krankenkassenkarte mal vornehmen kann, um der Regierung zu zeigen, dass was sie an Gesetzen gemacht hat, überhaupt nicht funktionieren kann, weil die Vorgaben für die, die damit arbeiten müssen, so beschissen sind, dass man da aufräumen muss. Und dazu kommt natürlich erschwerend hinzu, ich bin jetzt Sympathisant, also ich bin dann in der Okay. Matrix gar nicht mehr gelandet, sondern ihr müsstet mir jetzt sagen, wo, wie ihr die besten Chancen seht, dass ich da an dem Thema mit euch zusammen etwas machen kann. Ja, wir sind natürlich nicht die ausführenden Kräfte. Wir gucken mal, ob wir trotzdem vielleicht jemanden haben, wo wir vermitteln können. Vielleicht weiß ja der Patrick oder jemand aus dem Chat, hier nochmal einen Kontakt zu nennen, außer Lilith Wittmann, die natürlich derzeit für jeden Hack zu haben ist, scheint, wenn es um deutsche Behörden geht. Ja, erstmal toll, dass du dabei bist und vorhast, da für mehr Sicherheit zu sorgen. Mir wären da auch tatsächlich Lilith und Flipke eingefallen. Ich weiß nicht, ob du mit denen schon gesprochen hast. Nee, da gibt es ja dann bestimmt Möglichkeiten, wie man sich vernetzen kann. Also ich kann nur sagen, Also, der Reverse ich habe von Computer Club. Flipke letzte Woche einmal, Entschuldigung, Nicole, du darfst sofort, Entschuldigung, von Entschuldigung, Entschuldigung. Flipke letzte Woche einmal was gesehen. Ich bin jetzt kein IT-Spezialist, aber ich konnte sehen an seinen Fotos, die er gemacht hat von seiner Arbeit, dass der da irgendwas gehackt hat. Und dann habe ich diese Tage einen Artikel bei Heise Online gefunden über Flipke und was er da gemacht hat. Den muss ich mir aber noch durchlesen. Ich glaube, gestern ist er aufgetaucht bei Heise Online. Ich glaube, Flipke ist eine sehr gute Adresse, Cola. Den findest du auch bei Twitter, auch unter seinem Flipke-Synonym. Das hilft schon erstmal weiter, danke.
Ja, ich wollte hier auch nur auf den CCC verweisen, weil die sich damit stark beschäftigt haben, abgesehen von der Gematik, auch mit der elektronischen Gesundheitskarte. Die haben sich in das Gesundheitsnetzwerk gehackt. Und gerade das CCC Berlin ist da wohl sehr hinterher. Das heißt, da würde ich dann eventuell mit den Berlinern mal Kontakt aufnehmen und da nach einem Ansprechpartner fragen. Ja, das ist auch ein guter Tipp. Ich will allerdings erstmal etwas vorlegen. Ohne Arbeitsergebnisse hinzulegen, ist es immer schlecht, Gesprächspartner zu finden. Aber nach Berlin fahren ist nicht das Problem für mich. Das ist auf alle Fälle schon geplant, aber nicht in dem jetzigen Zustand. Ich bin in der Phase der Recherche und es ist übel, was mir da alles unterkommt. Also ich habe gerade mal in den Chat den Heise-Artikel geworfen. Also ich hoffe, er ist jetzt angekommen. Ich weiß nicht, ob das der aktuellste ist, aber der ist von Juli und der ist mit Flipke und er ist in Heise. Und es ging um den Hack im Online-Ausweis, der Sicherheitslücken aufweist. Also da findest du sicherlich auch nochmal Kontaktmöglichkeiten hin. Und ja, der CCC ist sicherlich das Beste. Hat noch jemand Tipps zum Vernetzen dazu? Jemand wie Bastian vielleicht, der sich noch immer meldet? Bastian rufe ich dann in den nächsten Tagen einfach mal an. Das müssen wir hier. Also das, was er hier in der Gruppe machen will, natürlich klar. Aber bei Bastian werde ich auf alle Fälle nochmal in einer bestimmten Phase anrufen. Namen Bastian. Okay, gut. Das machen wir dann aber wirklich wann anders. Dann gucken wir nochmal, haben wir denn noch weitere Fragen? Also der Bastian meldet sich noch und die Sandra. Wird dann erstmal der Bastian, die Sandra winkt ab, hat aber noch die Hand oben. Naja, das ist normalerweise beim Big Button so, dass wenn ich anfange zu sprechen, dass die automatisch runtergeht. Jetzt sehe ich mal das hin. Ja, ich mache nochmal einen Ansatz. Also wir sind ja hier nicht eine große Community von unwissenden Menschen, die wir hier adressieren, sondern wir sind ja irgendwie so ein bisschen unter uns. Und da hat vorhin Sandra einen ganz guten Aufschlag gemacht mit den AGs und der europäischen Arbeit. Und die müssen wir ja, das ist ja vom, ich stoße das ja immer wieder neu an. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, da wir ja irgendwann Europawahlen haben. Und deswegen brauchen wir ja auch ein gemeinsames europäisches Wahlprogramm. Und das heißt, letztendlich müssen wir uns ja vernetzen untereinander mit anderen europäischen Piratenparteien. Und da eine konsensuale Struktur herausarbeiten, was ja allgemein schwierig ist. Und dann kommen wir ja zu dem Punkt, der schon erwähnt worden ist. Ja, es ist ja nicht so allgemein, man ist sich ja nicht so allgemein einig in Europa. Das ist auch bei Piratenparteien nicht so. Und ich würde gerne neben diesem ganzen aktuellen Thema europäischer Datenraum ein bisschen über diesen Tellerrand hinaus gucken wollen, nämlich wir müssen hier vorankommen. Und wir können so viele Anträge stellen und wir können von mir aus so viele PMs machen. Das nützt uns ja nichts, wenn wir nicht ein Konzept haben, wie wir unsere Wahlen in Europa dann auch gestalten wollen, beziehungsweise programmatisch dann auch entsprechend abdecken. So, und da würde ich schon mir gerne wünschen, das ist jetzt halt die, ja, das ist nicht kein Statement, das ist eher die Frage, wie man es denn machen kann, dass das in solchen, auch gerade in solchen Diskussionen, die ja durchaus informativ sind, irgendwie nach vorne gebracht werden kann. Also, wie schaffen wir es, jetzt hier ein Format zu finden, um solche brennenden Themen wie europäischer Datenraum, Gesundheitsdatenraum, die Datensicherheit für die Betroffenen herzustellen? Wie schaffen wir das so rüberzubringen, dass der Wähler, der Sympathisant, der Unterstützer es versteht oder in, also ich kann nicht gendern, Entschuldigung. Das ist für mich das brennende Problem, weil das haben wir hier sozusagen bis zum Ende März uns auf die Fahne geschrieben, dass wir da fertig sind oder fertig werden. Das heißt, wir haben nicht mehr sehr viel Zeit, um diese Sachen zu implementieren und dafür brauche ich persönlich Vorgaben, vermutlich andere auch, auch die Sander braucht Vorgaben, wie man sich da vernetzt und welche Themen, deswegen sprach ich von roten Linien vorhin, welche Themen uns da so wichtig sind, dass wir sie den Bürger, dem Wähler dann erklären können. Und ich halte das für extrem wichtig, dass wir uns in diese Richtung bewegen und nicht nur Informationen unter uns machen, denn letztendlich ist der Erfolg
den wir brauchen, der entscheidet sich an der Wahlurne. Und insofern brauchen wir klare Konzepte. Und das würde gerne den Blick, also den Fokus ein bisschen auf dieses Problem richten oder lenken. Dankeschön. Ja, Sven, ich habe mal die Hand gehoben. Ich möchte da direkt darauf antworten. Also wir haben uns fest vorgenommen, das Ziel des heutigen Abends ist eben halt, uns mit dem Europawahlprogramm, da steht Soziales, aber nicht Gesundheit explizit drin, dass wir uns tatsächlich damit beschäftigen werden und das noch bis vor Weihnachten. Und wenn wir da einen Wahlprogrammantrag haben, wo Forderungen drinstehen und Lösungen drinstehen, dann sind wir ja schon mal einen ganzen Schritt weiter. Und natürlich würden wir dann auch den Patrick und seine Gruppe im Europaparlament damit einbeziehen. Sobald wir was fertig haben, bekommt Patrick das und seine Gruppe da im Europäischen Parlament. Natürlich müssen wir uns dann auch noch mit den anderen europäischen Piratenparteien zusammensetzen. Und ich hoffe, dass es dann irgendwann einen Abend gibt, wo man die Sachen, die man zum Beispiel in Deutschland ausgearbeitet hat, mit den Tschechen zum Beispiel, weil da ist ja ein sehr enger Kontakt entstanden, weil sie eben gemeinsam im Europäischen Parlament sitzen, dass wir sie darüber informieren und natürlich auch nachfragen, wie das in Tschechien als Beispiel jetzt aussieht. Wir werden da als AG Gesundheit aus Deutschland keine Alleingänge machen. Wir werden schon europäische Parteien mit damit einbeziehen. Aber wir wollen erstmal damit anfangen, über den heutigen Abend eine Pressemitteilung zu schreiben und diese Informationen schon mal rausbringen und eben halt auch versuchen, europäische Piratenparteien damit einzubeziehen. Da liefert uns der Patrick doch bestimmt auch noch einen Ansatz, wie die Vernetzung zurück von den Europaabgeordneten zu uns kommt, also gerade von den tschechischen Piraten, die auf der Europaebene durchaus eine große Bedeutung haben. Wie können wir die besser hier nach Deutschland mit uns vernetzen, sodass wir in einem relativ kurzen Zeitraum, optimalerweise Ende des Jahres oder Anfang des nächsten Jahres irgendwann, eine Vernetzung herstellen, dass wir da einen gemeinsamen Antrag oder eine gemeinsame Position hinkriegen? Ja, also ich denke auch, dass der Prozess für das europäische Wahlprogramm eigentlich die beste Möglichkeit ist, um da eine gemeinsame Position zu erarbeiten. Ihr wisst ja, es gibt einen Aufruf, sich da zu beteiligen, und man kann auch angeben, in welchen Themen und Arbeitsgruppen man mitarbeiten will. Das heißt, wenn ihr euch in die entsprechende Arbeitsgruppe einschreibt und dann quasi einen Textvorschlag macht, Positionsvorschlag, kann man sich da mit anderen Mitgliedern der Gruppen auch international austauschen und zusammensetzen. Und das, was dann im Wahlprogramm erarbeitet wird, ist dann quasi auch eine europäische Position. Da muss man nicht über die PPU oder den Council gehen. Ich denke, das ist das Beste. Wir brauchen die Position sowieso für den Europawahlkampf. Und ja, das ist sowieso gut, wenn da viele mitmachen, wenn es darum geht, jetzt das neue Wahlprogramm aufzustellen. Okay, dann ist immer noch die Sandra am sich melden als jetzt einzige Person. Nein, die hat nichts mehr zu sagen. Nein, bestimmt gleich noch. Hat sonst noch wer irgendwie Fragen? Oder irgendwelche Anmerkungen vielleicht zum heutigen Abend? Dann wäre das nämlich jetzt so langsam eure letzte Chance. Ich würde es gut finden, wenn man das als Twitter-Space machen würde und nicht unbedingt auf BigBlueButton, auch wenn mir der Sicherheitsgedanke bei BigBlue natürlich mehr gefallen würde, davon mal abgesehen. Ich denke, es ist doch ein relativ wichtiges Thema, und wenn ich sehe, wie Lilith und Flipke darüber getwittert haben, interessiert das doch ganz schön viele Menschen. Nur mal so als Hinweis.
Also die ja, wir sollen aus dem dunklen Kämmerchen ab in die große Öffentlichkeit gehen. Mal gucken, ob wir das mit den Twitter-Spaces da mal irgendwo hinkriegen. Ne? Sandra, du wolltest noch? Also so ein Twitter-Space, ich habe es noch nicht kreiert. Ich lese nur sehr viel davon und ich habe auch schon an ein, zwei teilgenommen, wenn es zum Beispiel um MECFS geht. Das ist eine Erkrankung ähnlich wie Long-Covid, die aber schon sehr viele Menschen in Deutschland und schon sehr lange betrifft. Da habe ich an zwei Twitter-Spaces teilgenommen. Ich selber habe noch keinen kreiert. Da werde ich mir natürlich Unterstützung von meinem jungen Team holen, was ich so hinter mir stehen habe. Die kennen sich alle besser aus in den IT-Sachen als ich. Ich bin ja schon eine alte Tante und fällt das natürlich auch schwierig, neue Dinge zu lernen, gerade wenn es um IT geht. Wenn ich eine Anmerkung zu dem Abend machen darf, so zum Abschluss, weil wir haben 21.30 Uhr, der Patrick ist wahrscheinlich auch sehr müde und er hat auch zugesagt, dass er nur bis 21.30 Uhr Zeit hat. Deshalb mein kurzes Statement. Ich fand den Abend wirklich genial und mir hat das sehr viel Freude gemacht, dem Patrick zuzuhören. Ich bin jetzt auf einem ganz neuen Wissensstand und schon ein ganzes Stück weiter. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich werde mit meinem Team an europäischen Wahlprogramm arbeiten. Und wenn wir was fertig haben, dann vernetzen wir uns. Da kann man dann immer noch mal drüber sprechen und Änderungen einbauen. Dankeschön, Patrick, dass du da warst und danke an die Menschen, die heute hier dran teilgenommen haben. Mich macht das ein bisschen stolz, weil ja, ich mache gerne Politik. Ich habe da Spaß dran. Danke für die Organisation und mehr davon. Ja, danke unseren beiden Hauptrednerinnen, Sandra und Patrick. Ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern, die sich beteiligt haben oder Fragen gestellt haben. Das hat uns doch, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle gezeigt, dass auch wir uns noch mit der einen oder anderen Sachen genauer beschäftigen wollen, wenn wir unseren Zeitplan einhalten wollen. Trotzdessen würde ich noch mal kurz an Patrick übergeben, falls du irgendwelche Schlussworte hast. Ich freue mich über den Austausch heute und auch vor allem, dass wir auch einen Plan gemacht haben, wie das weitergehen kann. Und das finde ich super. Das ist auch ein gutes Gefühl, als Abgeordneter zu wissen, dass man da Fachfrauen und Fachmänner hinter sich hat und ich euch dann auch involvieren kann, wenn es konkrete Fragen gibt. Ansonsten müssen wir das uns immer alles selber aus den Fingern saugen und meistens ist das Ergebnis doch besser, wenn mehr Leute mal drüber geschaut haben. Darf ich noch einen Hinweis geben? Solange der Patrick noch nicht sofort los muss. Wir versuchen nur gerade pünktlich zuzumachen. Also ich glaube, du hast die Frage noch, Bastian. Nee, ich habe keine Frage. Ich wollte nur einen Hinweis geben. Ich verstehe mich ja im Vorstand der PPU ein bisschen als Schnittsteller, Scharnier, um diese Arbeitsgemeinschaften untereinander zu vernetzen. Also wenn es da Schwierigkeiten gibt, zueinander zu finden in Europa, dann könnt ihr mich gerne anschreiben. Meine Daten findet man in Google relativ zügig unterhalb von 0,x Sekunden. Insofern kann ich nur sagen, wer nicht weiß, wer wo ist, ich habe eine große Liste und kann euch gerne vernetzen. Dankeschön. Dann nochmal herzlichen Dank an alle. Dann würde ich sagen, beende ich diesen Abend. Es hat viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir werden uns so in diesem Rahmen hier nochmal wieder treffen, um nochmal Politik auf EU-Ebene und Gesundheitspolitik besser miteinander zu verknüpfen, dass wir da ein bisschen mehr Fahrt aufnehmen können. Also dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Schlaft gut und bis bald mal. Schönen Abend.